A story which will never end as long as the dynasty continues. Hey, schön, dass ihr dabei seid zur nächsten Folge. Ja, wir haben den Frühling, das nächste Jahr ist angebrochen. Und wie wir gerade hören, ich glaube, wir hören das erste Mal neue Musik in dem Spiel, ne? Meine, die haben wir noch nicht gehört, die müsste neu sein. Ja, ich lasse mal ein bisschen auf mich wirken. Und dann schauen wir mal, ob mir die Musik gefällt oder nicht. So, wie ihr seht, Steuern sind wieder dran. Ja, die sind höher geworden, weil wir ja den Vorteil vom König nicht mehr haben mit den Steuern. Das heißt, knappe 5.500 Münzen müssen wir uns jetzt immer drauf einstellen. Ich denke mal, ja. Ah, ne, ist noch nicht ganz auf Null, okay. Also die werden dann mit der Zeit auch noch höher werden. Ist aber nicht schlimm. Was steht da? Wir haben 27.797 Münzen. Also das reicht dicke. Schon eine ganze Menge, ne, an Kohle. Ich würde sagen, nächstes Ziel 100.000 Münzen. Also 100.000. Ne, sollten wir hinkriegen, oder? Das wäre doch mal ein Ziel. Vielleicht schaffen wir auch irgendwann mal die Mülle. Mal schauen, wie weit wir noch machen hier im Spiel. Ja, vor allem Frühling. Das heißt, ich würde sagen, wir kümmern uns mal... Moment. Also wir kümmern uns mal um, wie heißt es, um Landwirtschaft. Im Frühling gibt es ja sehr viel zu tun immer. Und dann können wir... Ah ja, stimmt. Ich habe auch noch die Jagd weitergemacht. Zeige ich euch gleich. Ja. Knapp die Hälfte haben wir. Da kommen wir nochmal eine ganze Ecke dann näher an unseren letzten Landwirtschaftspunkt. Und ja, den letzten Wintertag war ich auch noch nur auf der Jagd gewesen und ein bisschen Alkohol gemacht. Und dementsprechend haben wir noch einen Punkt bei der Jagd geholt. Gucken wir ganz kurz, wo wir den reinstellen. Reinmachen den Punkt. Was war das hier? Da ist auch schneller. Zusätzliche Ressourcen brauchen wir auf jeden Fall nicht. Im Schleichen. Na, Schleichen tue ich eigentlich nie, ehrlich gesagt. Haltbarkeitsverlust. Fährtenleser haben wir. Ja, das war ja, glaube ich, bei der Jagd ist... wissen wir nicht so wirklich, was wir machen wollen. Moment mal, wir hatten doch... 10% tätigeres Ziel mit Fernkampf. Stetigeres Ziel? Ist das nicht die ruhigere Hand gewesen? Das bin ich nämlich gerade am suchen. Weil mittlerweile wackelt der doch ziemlich krass. Oder hier? Ausdauerverbrauch. Laden. Fallenmeister. Haltbarkeit. Ressourcen. Schneller. Fährtenleser ist klar. Geräusche. Nee, dann wird das hier sein. Dann machen wir da mal rein. Weil mittlerweile, je nachdem wie weit auch wie schnell die Ausdauer dann runter ist, wackeln die echt extrem stark schon. So, also dann wollen wir noch eben unser Zeug rausschmeißen, was ich noch hergestellt habe. Da werde ich dann irgendwann mal weitermachen, dann werden wir das auch verkaufen gehen. Da ist noch ein bisschen verdorbenes Zeug. Da habe ich nicht mehr alles geschafft, bevor der Jahreszeitenwechsel kam, zu verarbeiten von dem alten Obst. Dementsprechend ist ein bisschen was vergammelt, aber naja. Ist nicht so schlimm. Können unsere Scheunenmitarbeiter dann ja zu, wie heißt es? Na, zu Dünger verarbeiten. Und ja, eine Rattenpest haben wir jetzt auch gehabt zu diesem Jahreszeitwechsel. Ist ein bisschen was an Lebensmitteln weggekommen, aber ich würde sagen, wir haben mehr als genug auf Lager. So, die brechen alle auf. Ich würde sagen, wir holen uns mal eben noch Werkzeug. Und dann brechen wir auch auf die Felder. Kann man jetzt irgendwas ernten? Ich weiß gar nicht mehr. Wir nehmen mal eine Sense mit und auf jeden Fall eine... Einen Moment, erstmal eine von denen, die nicht volle Haltbarkeit haben. Damit wir auch was tun können auf den Feldern. Einen Beutel haben wir nicht mehr einstecken. Das heißt, wir brauchen... ja. Jetzt muss ich selber nochmal gucken. Ich möchte dann direkt den großen Beutel machen. Ja, wo war denn der? Jetzt wahrscheinlich bei Näherei, ne? Mal eben gucken. Hier, Beutel. 2 Leder, 2 Leinengewebe. Das sollten wir da hinkriegen. So, Leder ist hoffentlich ja, mehr als genug von meiner Jagd noch. 777, schöne Schnapszahl. So, nehmen wir doch. Und Leinengewebe ist auch da, sehr schön. Dann können wir uns ja mal direkt kurz ein
Ja. Ach ja, stimmt, man konnte nur den einfachen Lederbeutel herstellen. Das heißt, wir müssen mal kurz in die Näherei. Hier, glaube ich. Ne, das war Rucksäcke. Hä? Wo ist er denn? Ah, hier wahrscheinlich. Sonst da. Da ist er. Einmal hergestellt. Zap, zap, zap. Und die Gute ist auch schon fleißig hier. Man hört es gerade. Da ist sie. So, schnell zu den Feldern rüber, würde ich sagen. Ich weiß ja auch gar nicht, was da jetzt groß angebaut wird, ne, ehrlich gesagt. Ich meine, die großen Gemüsefelder haben wir ja auch nicht mehr. Das ist ja nur ein bisschen neben unserer Hütte, so. Da passiert ja nicht mehr viel. Ach, apropos, ne? Neue Jahreszeit. Wir können mal eben gucken, ob vielleicht eine von den Müttern aus der Mutterschaft raus ist, so langsam. Und? Ne, alles noch auf 1. Schade. Dann ist es noch nicht so weit. Tierchen. Nee, da ist nichts passiert, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Ah, das eine Pferd ist groß geworden. Das ist... Hä? Wieso ist das denn jetzt schneller erwachsen wie das? Die hatten wir doch eher gehabt, oder nicht? Ah, ich meine, jetzt so erwachsen sieht das gar nicht so schlecht aus, ne? Mit dem anderen Schweif. Mit der Mähne. Hat was, ne? Hat was. Ich würde aber sagen, wir warten noch, bis du dann erwachsen bist. Dann wirst du verkauft. Und dann kriegen wir hoffentlich noch ein schwarzes. Oder mal eine andere coole Farbe. Ich weiß eigentlich gar nicht, was es alles so gibt, ehrlich gesagt. Dementsprechend, mal noch ein bisschen verkaufen und schauen, was so kommt. Ja, Sense, der Weizen ist fertig. Und... Ja, Weizen. Ach, Roggen. Ach, Roggen. Ja. Bin ich jetzt hier auf Weizen gekommen? Keine Ahnung. Der Roggen ist fertig. Das heißt... Ach, ich habe die Eisenhacke auf... Auf der 7. Hatte der schon... Ach, wir hatten noch eine drin. Ah, okay. Ja, dann. Habe ich gar nicht gesehen gerade. Aber erstmal die Sense. So, ausgewählt. Roggen. Das heißt, wir müssen dann auch auf Hafer wieder umstellen. Ne, dürfen wir auch nicht vergessen. Und dementsprechend werden wir jetzt hier erstmal ein bisschen ernten. Das ist eigentlich auch ganz praktisch, seitdem ich das rausgefunden habe, wenn man sich mitbewegt, dass er dann mehr aberntet. Seitdem hält die halt auch für mehr Felder und es geht einfach schneller. Ne? Und man sieht ja auch jetzt, dass ich schon eine Ecke mehr mache, ne? Nicht getroffen in ein. Das ist schon ganz angenehm. Habe ich euch ja irgendwann mal in einer Folge gezeigt, dass es so effektiver ist, wenn man sich mitbewegt. Muss man ja auch erstmal rauskriegen, ne? Wird einem ja keinen gesagt, dass man sich mitbewegen muss. Na, guck mal, wie schnell wir das eine Feld jetzt quasi abgeerntet haben. Ich meine, die haben jetzt hier auch ein bisschen mitgemacht. Aber weiter nicht so viel, wie wir das jetzt gemacht haben. Dementsprechend sieht man schon, ne, dass es deutlich schneller geht. So, guck mal, das erste Feld schon fertig, würde ich mal sagen. Er fängt schon an zu düngen. Er wird jetzt wahrscheinlich direkt hacken. Dann würde ich sagen, machen wir hier oben weiter. Obwohl, wir hätten uns jetzt... Ne, warte, wir machen erst das hier. Ich hätte jetzt gesagt, dann hätten wir uns auch direkt Dünger holen können, aber das ist... Blödsinn, weil dann wird unsere Tasche wieder zu voll. Oder was heißt unsere Tasche, unser Inventar? Ja, wobei, ist ja auch Tasche, ne? Kann man jetzt sehen, wie man möchte. So, eine Reihe noch. Und dann gehen wir... Wo ist denn eigentlich die dritte Person? Die müssten doch noch zu dritt sein, oder nicht? Einer fehlt doch da. Einer macht blau. Mein ja. Da geht man einmal helfen und dann macht da einer blau, ey. Da hat sich auch gedacht, oh, wenn der Boss kommt, dann kann ich einen lauen machen. Nee. Immer das Gleiche, kein Verlass auf die Leute. So. Ist sogar die Dame, glaube ich, die fehlt, ne? Das sind die beiden Typen. Die Dame fehlt. Wo mag die sich wohl rumtreiben? Na, wir werden es wohl...
nicht rausfinden. So, Leute, jetzt haben wir hier das Feld auch fast schon erledigt. Ach ja, die Palisade habe ich übrigens noch nicht umgeändert. Fällt mir gerade ein. Da muss ich auch noch dran denken, das mal zu machen. Da muss die Sense auch schon fast kaputt. Dementsprechend würde ich sagen, wir gehen uns jetzt Dünger holen. Tun den Roggen ins Lager. Und machen dann da oben unser Feld und wir lassen die hier machen. Ah, warte mal. Es kann auch sein, dass sie natürlich hinten bei den Gemüsefeldern bei unserer Hütte ist. Das möchte ich jetzt auch nicht abstreiten. Ne? Kann ja auch sein. Also möchte ihr jetzt doch nicht so schnell dann was unterstellen. Ne, Moment. Ich will nichts rüber tun. Ich will... Doch, wohl. Ich will wohl was rüber tun. Ich will den Roggen rüber tun. So, und mir dann... Ne, Moment. Dünger ist ja... Wir können auch schon mal den Beutel aus... Achso, der ist gar nicht... Okay, dann machen wir das schon mal. Auf die 6. Hey, Moment. Ah ne, warte, die waren am Düngen und Hacken, ne? Ich war jetzt gerade am überlegen, was er denn da am Streuen ist, weil wir das ja gar nicht umgestellt hatten. So, Dünger, Dünger brauchen wir. Guck mal, wir haben gar keinen Dung mehr auf Lager. Das heißt, die haben alles verarbeitet. Wir brauchen unbedingt wieder mal jemanden, der in den Schweinestall geht und Dung produzieren lässt. So, Roggen haben wir abgebaut. Das heißt, wir brauchen Hafer. Ne? Wir würden Hafer brauchen. Nehmen wir uns doch direkt mal Haferkorn mit. So. Viel zu viel. Was hatten wir denn? 75 hatten wir eben eingesteckt, ne? Machen wir auch mal 75 Haferkorn. Wie gesagt, die beiden können wir hier machen lassen. Das wird auch noch was dauern, bis die fertig sind. Dementsprechend fangen wir hier oben mal an. Dünger, so. Und los geht's, würde ich sagen. Bin mal gespannt, wie viel wir heute schaffen. Wir können mal eben gucken. Ja. Das ist ja noch nicht viel. Das scheint sie wohl auch stark angepasst zu haben, so wie es aussieht. Ich meine, dass man vorher schneller gepunktet hat. In der, ja, in der Landwirtschaft. Na gut. Na, wir machen das mal jetzt wieder. Haben wir ja auch schon lange nicht mehr gemacht zusammen. Mal eine Runde Landwirtschaft. Und wir brauchen ja nun mal die Punkte. Da kommen wir nicht drum herum. Und vor allem... Das ist ja auch wirklich der letzte Fertigkeitspunkt, der uns da fehlt. Dann können wir Landwirtschaft komplett so skillen, wie wir es haben wollen. Bis wir irgendwann mal wieder die Talente verändern. Haben sie ja auch schon ein paar Mal gemacht. Aber ich glaube, so schnell wird da jetzt nichts groß passieren. Kann ich mir zumindest von dem, was aktuell geplant ist, nicht vorstellen. Ah, können wir uns hier ein bisschen im Schatten ausruhen. Haben wir auch schon wieder viel gemacht, ne? Mal gucken wir auch gleich. Ah, nee. Er wollte jetzt gerade sagen, wir können mal gucken, ob die bei uns an der Hütte am Arbeiten ist. Aber die Lauferei, die können wir uns auch sparen. Das muss nicht sein. Ist wieder nur Zeit, die drauf geht für den Part. Und in der Zeit können wir halt hier unsere Punkte weitermachen. Ich würde sagen, das ist doch ein bisschen wichtiger, ne? Wie jetzt... Mann, Stimme gerade weg. Wie jetzt einmal nach da hinten zu laufen und zu gucken. Ob die wirklich die kleinen Gemüsefelder da machen ist oder nicht. Das werden wir ja sehen, wenn wir dann... zum Beispiel am Ende der Folge mal dahin laufen oder... am Anfang der nächsten Folge dann, wenn ich wieder... an unserer Hütte starte. Das hat sich auch irgendwie so eingebürgert, ne? Dass ich da immer an der Hütte starte. Aber ich finde eigentlich, das ist ganz gut. Immer vom gleichen Ausgangspunkt. Und schließlich schlafe ich ja auch meistens dann eine Runde und dann passt das schon mit dem Starten. So. Achso, hat er schon? Okay. Und dann würde ich sagen, nehmen wir mal unsere Hacke. Die nicht mehr so viel hat.
Und dann legen wir mal los. Machen wir das eine Feld hier komplett, würde ich sagen, ne? Und dann lassen wir den Rest die anderen machen. Oder? Ah, ich weiß es nicht. Wir müssen mal gucken. Auch wie es zeitlich hinkommt. Ich meine, ich würde schon möglichst gern viele Punkte mitnehmen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich die ganze Folge nur das machen will. Und ich weiß auch nicht, wenn wir das Feld hier fertig haben, ob dann schon die Zeit wieder um ist. Wir werden es sehen, ne? Wir können ja nicht mehr wie gucken. Aber ich glaube nicht, dass dann schon die ganze Zeit um ist. Vielleicht, genau, wir werden auf jeden Fall dann noch die Sense beim anderen Feld verballern. Die hat ja nicht mehr viel Haltbarkeit. Die machen wir dann auf jeden Fall noch kaputt, würde ich sagen. Wobei, wo ist denn der andere jetzt hingelaufen? Ach, der ist auf dem anderen Feld, da. Gibt es da auch was zu tun? Okay. Ja, ich sag ja, Frühling, da gibt es immer genug zu tun auf den Feldern. Vielleicht sollten wir doch wirklich komplett durchziehen. Und einfach Punkte mitnehmen. Ich dachte jetzt, die wären schon auf dem anderen Roggenfeld und da auch am mit der Sense am Ernten. So, eine Reihe noch. Dann haben wir schon alles umgepflügt. Er ist noch dabei. Dann können wir mal wieder sehen, wie viel schneller man doch ist wie die NPCs. Und die waren ja sogar zu zweit auf dem Feld. So, wir sind fertig. Und du? Na, du noch nicht, ne? Dann würde ich sagen, nochmal Beutel. Und dann nehmen wir uns, na, wo ist er? Da, Haferkorn. Dann machen wir hier schon mal Hafer drauf. Dann haben wir, wie gesagt, das eine Feld komplett gemacht. Und dann gucken wir mal, was... Ah, Flachs ist das, glaube ich, ne, was sie da gerade machen. Das müsste Flachs sein. Wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, aber müsste. Muss mal eben überlegen. Das sind... Auf den allerletzten war Weizen, glaube ich. Genau, dann kam hier unsere Mischlinge. Ja, dann sind das die Flachsfelder. Dann steht der Flachs auch noch an. Okay. Und ich darf nicht vergessen, jetzt hier im Frühling noch die Steuern zu zahlen, ne? Vielleicht machen wir auch das noch zum Ende der Folge hin. Und dann könnte ich noch ein bisschen was verkaufen gehen dann nebenbei. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, was wir machen können. Aber wie gesagt, da müssen wir gleich mal gucken. Ich weiß es noch nicht so genau. Erstmal jetzt hier das Feld fertig machen. Und dann schauen wir mal weiter. Genau, da machen wir ja noch die Sense kaputt, haben wir gesagt. Auf dem anderen Roggenfeld. Und dann schauen wir mal. Ich frage mich immer noch die ganze Zeit, wo... Kann ja nicht sein, dass sie noch an unseren kleinen Gemüsefeldern dran ist. Wo die steckt. So viel ist das ja auch nicht, was da neben unserem Haus ist. Die müsste doch schon längst fertig sein. Na, die drückt sich, glaube ich, wirklich, wie ich das anfangs gesagt habe. Hat sich wirklich gedacht, komm. Der Boss ist da. Der Dumme, dann kann ich mich auch mal auf vom Acker machen. Der macht meine Arbeit heute. So, wird's wohl aussehen. Hä, was ist er denn da jetzt am machen? Ich habe doch gar nichts eingestellt. Oder ist er schon auf dem Flachsfeld? Wenn die Reihe hier fertig ist, gehen wir mal schnell gucken. Aber er muss ja theoretisch auf dem Flachsfeld sein. Ne? Sonst wäre es ein bisschen komisch. So, wir gehen mal schnell gucken. Ja doch, der ist ein Feld weiter, okay. Der ist den Flachs am Verteilen. Ich dachte gerade schon. Das fehlt natürlich noch so ein bisschen, ne? Dass man über die Jahreszeiten hinweg auf den Feldern dann einstellen könnte, was Verschiedenes angebaut werden soll, dann muss man das nicht jedes Mal wieder manuell umändern. Na, aber vielleicht kommt ja sowas noch, wer weiß. Muss man einfach mal abwarten. So, eins noch. Dann haben wir das Feld hier geschafft, jawohl. Fertig, Leute. Dann nehmen wir nochmal unsere Sense. Wo ist sie denn? Hä? Ah, da.
Augen auf. 5%, ja, das ist nicht wirklich mehr viel. Mal gucken, wie viel wir noch abernten können. So, jetzt ist er kaputt. Ein bisschen haben wir wieder stehen lassen, aber haben wir noch eine gute Ecke gefunden. Geschafft. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch eben ein bisschen Dünger drauf. Das, was wir schon gemacht haben. Ne, da ist noch der Roggen, das geht nicht. Aber hier und da und dort. Hier dürfte es vielleicht nicht gehen. Aber hier können wir. Da geht's auch. Ne, da steht noch der Roggen, wie gedacht. Hier geht's. Hier geht's und da wahrscheinlich nicht. Ne. Gut, dann können wir ja unsere Hacke nochmal. Moment, die hier. Ausrüsten und können das noch kurz pflügen. Aber schon interessant, wie sie das geändert haben, ne? Vorher, wenn du ein Feld gepflügt hast, obwohl noch nichts drauf kam, ist der Dung nach dem Jahreszeitenwechsel weggegangen. Was ja auch irgendwo verständlich ist, weil so ein Dung hält ja auch nicht ewig. Aber jetzt haben sie es auf einmal so umgeändert, dass sie alle Felder düngen. Und der Dung halt nicht wieder weggehen. Der bleibt so lange, bis man an dem Feld irgendwas macht. Wieso sie das geändert haben, das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Hat jetzt auch nicht so den riesen Sinn für mich ergeben, ehrlich gesagt. Aber naja. Ich habe da zumindest nichts mitbekommen. Vielleicht hat einer von euch da was mitbekommen. Könnt's mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. So. Bisschen Hafer hier noch eben drauf tun. Dann gucken wir mal, wir haben jetzt schon, ja, sagen wir mal so 22 Minuten um. Ich würde sagen, den Rest machen wir jetzt auch noch an Feldarbeit. Ja, nochmal eben gucken. Oh, guck mal, sind da jetzt nochmal 200 Punkte dazugekommen. Das ist schon einiges. Dementsprechend würde ich sagen, komm, wir holen uns mal ein paar. Ist ja Flachs, ne? Ein paar Flachssamen aus dem Lager. Und dann machen wir noch ein bisschen Flachs. So. Leinsamen, ne? So hießen sie ja. Fast 2000 Leinsamen auf Lager. Das ist schon verdammt viel. Da gefühlt könnten wir damit schon alle Händler wieder pleite machen. So, mein Guter, du bist hier. Dann nehme ich mal das andere Feld, würde ich sagen. Fangen wir hier an. So. Und dann müssen wir auf jeden Fall dran denken, am Ende der Folge noch die Roggen auf, also die Roggenfelder auf Hafer umzustellen. Also, ich mich kenne, besteht auch wieder die Gefahr, dass ich es einfach verschecke. Und dann gar nichts passiert. Das wäre natürlich nicht so prickelnd. Wir brauchen das ganze Zeug. Vor allem auch das Stroh, nur damit Tierfutter hergestellt werden kann. Permanent. Darf man ja auch nicht vergessen. Das war eigentlich auch mit der Grund, warum wir hier vorhin die Gemüsefelder weggemacht haben und da nochmal große Felder draus gemacht haben. Dass auch nochmal mehr Stroh reinkommt. Damit die Produktion am Laufen bleibt. So. Warte mal, er ist schon fast fertig. Aber wir machen ja mal zwei rein. Während er eine macht. Dann könnten wir noch einen holen, bis er mit seinem Feld fertig ist. So. Wir haben auch mittlerweile schon so viele. Wie heißt es? Boah, Leinfäden auf Lager, ne? Haben ja schon einige Jahre jetzt, einige Saisons Flachs geerntet. Leinen haben wir sowas von genug auf Lager. Wolle ja mittlerweile auch von den Schafen. Ich glaube, wir können locker 10 Laternen herstellen. Das könnten wir übrigens mal im nächsten Part machen, ne? Mal anfangen zu dekorieren. Zumindest die Laternen mal zu machen. Das wäre doch mal eine Idee. Ich würde dann mal schauen, dass ich das Zeug zusammenschaffe im Inventar.
für die ganzen Laternen. Und dann werden wir mal Laternen platzieren, ne? Ich würde sagen, das machen wir dann. Ah, holen wir noch ein. Das machen wir dann zum Abend hin, dass ich mal etwas später dann eine Folge aufnehme. Ja, oder obwohl schon ein bisschen später anfangen, und ich würde sagen, dass wir dann in den Abend reinbauen, oder? Und dann sehen wir auch direkt, wie es nicht dunkel wird, aber wie unser Dorf dann im Dunkeln ausgeleuchtet ist. Das wäre doch noch eine Option, ne? Ja, ich glaube, das werden wir in der nächsten Folge machen. So, da bist du auch noch nicht fertig. Komm. Wir machen jetzt erstmal die Felder fertig, die noch nicht fertig sind. Doch, ja, ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Wieso läufst du denn jetzt nach da, wenn du da hinten aufgehört hast? Das ist doch total unlogisch. Ja, also ich würde sagen, wir machen dann nächste Folge mal ein bisschen Deko, sprich die Laternen. Ne, das wird auf jeden Fall Zeit. Ist fertig. Kannst nach Hause gehen. So, er fängt da an, dann fangen wir hier an. So, ich würde sagen, das eine Feld ziehen wir jetzt auch noch durch. Obwohl, so viel Flachs haben wir gar nicht mehr. Das war der letzte jetzt. Okay. Dann, okay. Achso, er wird jetzt den Roggen da abernten. Dann würde ich einfach sagen, es ist ja auch schon dunkel am Werden. Wie viel Uhr haben wir? Ja, fast Feierabendzeit. Dann würde ich sagen, soll es das von mir aus wieder gewesen sein. Halbe Stunde ist ja auch fast voll, wie ich gerade sehe. Dementsprechend, ich bin raus. Haut da rein. Euer Nobody. Ciao, ciao.